Seid herzlich willkommen und herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Für mich jetzt auch in diesem neuen Jahr. Ich nehme es gerade hier am Neujahrestag auf, 1.1.2021 um 15.40 Uhr. Deswegen habe ich auch noch eine andere Beleuchtung hier drin. Mein Gott, ich sehe ja richtig rosa aus. Naja, okay. Und nachträglich natürlich für euch eine schöne Liebestasse. Das heißt also hier mit Herzchen und Blümchen drauf auch ein Gruß für euch nachträglich ins neue Jahr, dass ihr dann erfolgreich durchkommt und gesund. Das von meiner Seite an euch. Des Weiteren befindet sich ja Belasar gerade beim Schlafen. Deswegen werde ich mal hier versuchen, sein Inventar zu reduzieren. So, Laborwasserflasche, noch was. Gucken wir mal hier. Oh, da hier liegt Kohle. Na, hat er wohl nicht richtig verbrannt hier, nicht richtig in den Kamin eingefüllt. Trollhauer, ui. Okay. Also hier gibt es jede Menge Kohle. Kann man gut verwenden für Schwarzpulver, obwohl ich habe jede Menge Schwarzpulversäckchen schon verarbeitet. Dann haben wir hier Brot, Wurst. Also so richtige Neujahreslebensmittel. Wenn man gut gespeist hat. Ich habe auch gut gespeist am Silvesterabend. Habe mir selber was gekocht. Rouladen mit Spätzle. Jep. Und dann gucken wir uns nochmal hier die Buchkommode an. Vielleicht lernen wir noch was. Das kann ich nicht lesen. Oh. Okay. Kann er auch nicht lesen. Okay. Ja, das ist ja hier ein Zauberer, ein spezieller Zauberer. Ah ja, hier. Dann hier eine Zange und ein unbrauchbarer Runenstein. Vielleicht kann man den irgendwie aufpolieren, den unbrauchbaren Runenstein. Und jetzt geht's an seine Truhe. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, da habe ich mal einen Test gemacht, weil ich habe nämlich auch die Modifikation ein bisschen gepimpt. Aber nachher, nachher. So, wo habe ich denn jetzt die Kombi? Ja, da ist nämlich auch wieder ein Varan-Teleport zum Pass von Ishtar. Dann Elixier des Geistes und ein Goldmünzchen. Na, das ist doch schön. Okay, dann haben wir also hier Belasars Gemach auch richtig schön gemächlich beklaut. Und dann werden wir, was haben wir denn hier? Alte Münze liegt noch da. Ja, das war fast gut. Vielleicht ist ja noch hier irgendwas. Wieso ist denn das hier so abge... Ah ja, okay, das ist die Plattform, an der ich hochgekommen bin. Ja, dann kann ich wieder aus dem Schleichmodus raus und speichere mal ab. Schauen wir mal, ist hier noch was aus der Entfernung vom Regal zu nehmen? Nein, ist nichts. Ja, verdammt, ich habe wieder lautes Schuhwerk, ich weiß. Davon wirst du wach. Ich bin einmal hier rumgegangen, das weiß ich noch. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Okidoki. Von hier aus nochmal eben ein Logbucheintrag gucken. Wo hatten wir denn da... Denn die Tempel von Ashdod, Almansor lässt mich erst in den Tempel, wenn ich die drei Prüfungen bestanden habe. Ich habe ja die auf dem Schlachtfeld die Geister besiegt. Das heißt, die Geister der Toten auf einem alten Schlachtfeld. Malik ist bereit, mir 500 Goldstücke zu bezahlen. Und so weiter und so weiter. Das heißt also, ich muss rüber zu Malik. Und der ist, ich glaube, am Belia-Turm. Ich hoffe es. So, und da wäre ich jetzt bei dem Punkt, wo ich ein bisschen was aufgepimpt habe. Und zwar mal gucken, ob ich das noch kann. Ja, das ist Kategorie Waffen im Inventar, Kategorie Tränke im Inventar, Kategorie Nahrung, Kategorie Rüstungen, Kategorie Artefakte, Kategorie Magie. Und dann gucke ich mir mal, ob ich den Belia-Turm, ja, den habe ich auf 9 gesetzt. Ja, wunderbar. So, Assassinenrüstung habe ich an und auf zum Belia-Turm. Ne, ihr kennt ja wahrscheinlich das Problem, wenn man dann das Inventar aufmacht und dann man muss mal runterscrollen ohne Ende. Das ist ein bisschen nervig. Und da habe ich dann mich ein bisschen schlau gemacht. Also ich bin zufällig drauf getreten. Das nennt sich kategorisiertes Inventar. Das ist ein kleiner Patch, den man in den Data-Ordner reinmacht. Da ist auch Malik schon. In den Data-Ordner reinmacht und...
wenn man beherzigt, dass man mit Shift und Pfeiltasten in den einzelnen Kategorien rumwandern kann, so ist das viel übersichtlicher und geordneter. Okay, so viel dazu. Malik, bitte. Ansprechen. Oh, was ist los? Einen dicken Schädel noch, ne? So wie ist die Lage, hast du vielleicht einen Auftrag für mich? Die Geister haben ihre Ruhe gefunden. Die Geister des alten Schlachtfeldes haben endlich ihre Ruhe bekommen. Ist das wirklich wahr? Ja. Belia sei Dank. Dann können unsere Karawanen ja auch nachts wieder reisen. Du bist ein mutiger Bursche. Hier hast du deine Belohnung, wie versprochen. Karawanen! Karawanen, ja, das ist toll, ne? Oh, kann man sich ja bildlich vorstellen. Okay, fragen wir nochmal, ob er noch einen Auftrag für uns hat. Hast du vielleicht noch einen Auftrag für mich? Ja, den habe ich. Du warst bisher sehr zuverlässig. Deshalb denke ich, dass du auch diese Aufgabe meistern wirst. Geh zum großen Bayar nach Amane und besorg mir ein gutes Schwert. Sag ihm, dass ich bereit bin, dafür bis zu 1000 Goldstücke zu zahlen. Wow. Wenn du deine Sache gut machst, sollst du 200 Goldstücke Belohnung von mir bekommen. Ich übernehme den Auftrag. Sehr gut. Das Geld für das Schwert werde ich dir geben, wenn du mit Bayar über den Kaufpreis einig bist. Hier, Dämonenklinge für 1000 Goldstücke verkaufen. Okay, gucken wir uns das nochmal genauer an, weil ich meine nämlich auch diese Dämonenklinge von Malik, das müsste irgendwie da unten noch stehen. Ich suche sie mal. Nein, das war es wohl nicht. Vielleicht ist das irgendwie eine Option, ihm irgendeine andere Waffe zu verkaufen. Also auf jeden Fall werde ich dann mal rübergehen zu dem Schmied. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da die Quest schon gemacht hätte. Sonst wäre sie ja hier nicht drin. Der Assassine Malik würde gerne vom Schmied Bayar ein hervorragendes Schwert kaufen. Er ist bereit dafür, 1000 Goldstücke zu zahlen. Mal sehen, was sich machen lässt. Jetzt muss ich eben mal überlegen, war der in Amana oder war der in Uga? Ich meine in Amana, weil in Uga ich ihn hier auf meinem Zettel hier, also hier da, nicht aufgeschrieben habe. Jedenfalls sehe ich ihn nicht. Also rüber zu Amana. Amana, wo bist du? Bist du hier? Er ist hier. Sehr schön. Zip. Außer Acht lassen darf ich natürlich nicht noch die große Prüfung. Also es ist ja, glaube ich, noch eine oder zwei offen. Müsste ich nochmal nachlesen, aber hier ist wieder alles am Schlafen. Gucken wir aber trotzdem mal, wo ist der Schmied? Wenn der Schmied nicht hier ist, ja, da wo er sein sollte. Ja, nachts könnte er in sein Gemach liegen. Nee, das ist Karim. Oh, sorry. Aber ja, mach, dass du wegkommst. Ja, das ist doch wunderbar. Da kann ich doch mal eben warten, bis er pennt und mal eben die Bude ausräumen, oder? Denn wie heißt es so schön? Carpe Noctem. Nutze die Nacht. So, und schleiche. Sieht mich einer schleichen? Nein. Also, ganz vorsichtig. Können wir das Inventar ein bisschen auffüllen, weil hier sind nämlich noch schöne Lederbeutelchens. Okay, er schläft da noch. Kleiner Lederbeutel, Steintafel der Geschichte 2. So, die Schränke lassen sich noch nicht öffnen. Ist hier was auf dem Herdregal? Nein, keine leckeren Gewürze. Aber hier nochmal lecker Fressalien und Wein. Quasi Honig. Honig ist cool. Und ich finde ich viel hier in Varant. Das ist schön. Obwohl wir auf Korinnes Bienenstöcke gesehen haben. Ah, und hier gibt's ja auch eine. Ah, hier gibt's ja auch noch eine Truhe. Himmel, Herrgott, Truhe ist hierbei. Speichern. So, ran an die Truhe. Okay. Die Kombination war ja fast vorausahnend. Das war echt eine gute Kombi. Cool. Okay, wir haben 500 Gold, 2 goldene Gelsche, ne? Dann haben wir auch das geschafft. Okay. Karim, tut mir leider leid. Du bist jetzt pleite. So, nochmal gucken. Das müsste hier. Ja, genau. Das ist Hammer und Amboss. Das muss ja auch mal. Warte mal, dann machen wir das gleich mal so. Hallo, ich wollte mal die Tür aufmachen. So geht das jetzt nicht.
ist verschlossen oder was? Ah, nee, okay, muss man sich nur richtig hin positionieren. So, noch wer irgendwie? Nein. Gucken wir mal. Oh, da liegt ein Waffenbündel. Das sind auch sehr viele Sachen. Wie sieht's denn aus? Okay, der ist auch am Schnarchen. Mann, ne? Apfeltabak. Und da hinten liegt noch was. Hier, grobes Bastardico-Schwert. Dann haben wir hier bestimmt noch einen normalen Hammer. Okay, dann haben wir ein Waffenbündel, das man sich noch nehmen kann. Oh, er schläft ja direkt mit dem Kopf an seiner Truhe. Der Bahal. Ah, da wollen wir ja trotzdem mal hier entledigen. Mal gucken, ob der auch so eine lange Kombi hat. Okay, nicht so lang, aber trotzdem so in Pärchen. Oh, 200 Gold und einen Krummschwert. Sehr schön. Gute Sache, das. So, dann wollen wir mal aus dem Schleichmodus wieder rausschleichen und dann erstmal vorher bei Javas fragen. Das mit dem Malik-Schwert. Raus! Oh, raus! Ja, okay, ist gut, ist gut, ist gut, ja, ist gut. Aua. Sorry. Ja, es graut dem Morgen. Ich muss mal gucken, wo ich mich denn hinpflanzen könnte. Bettentechnisch. Nee. Oder? Wenn die noch alle am Schlafen sind, dann werde ich auch mal die nächste Butze angucken. Da, ob ich die hier schon... Nee, hier sind auch noch Sachen drin. Sachen drin, die es noch zu entwenden gilt. So, oh, Sattlik, gehen wir erstmal. Ey, die haben ja, ach, hier sind zu zweit. Hallo, so eine Zweier-WG, auch nicht schlecht. Supergeil. Schwefel, Krautstampfer, Kochlöffel, Reptilienhaut, so, wie kommen, ah ja, okay, hier kommen wir an die Heiltränke dran. Wunderbar. Na, vielleicht nochmal, da an den will ich noch ran. Okay, machen wir es anders. Holen wir den Besen. Gehen wir hier an. Hier kann ich nicht hoch. Schade eigentlich. Dann kletter ich mal, versuche ich mal auf die Truhe hochzuklettern. Die Musik ist leider wieder aus. Komm, genau richtig. Und vielleicht kann ich von da aus dann... Nee. Raus hier. Oh, ja, ist gut. Ja, mach, dass du wegkommst. Stimmt ja. Toll, beim Springen. Ja, ist gut, Zeitlick. Ruhig, ruhig, Blut. Mann, oh Mann, oh Mann. Darf ich nochmal neu anfangen? Also nicht ganz von vorne, sondern nochmal fortsetzen das Ganze. Ja, geh nochmal zur Ruhe. So, und bei der Gelegenheit habe ich dann auch die Musik wieder aktiviert. Okay, jetzt gehen wir an die beiden Truhen ran. Ja, heute eine ruhige Folge. Schleichen, schleichen. Okay, Sadik ist am Schlafen. Du bist auch am Schlafen und die Truhe wird genackt. Aha. Okay. Sehr gut. Lottogewinner, die erste. Mein Name ist Erwin Lottemann. Nee, Lindemann. Lorio, kennt ihr wahrscheinlich. Ja, wieso gibt's denn hier? Schade, da muss leider der Trank da oben stehen bleiben. So, Trüchen, was sagst Lüchen? Das ist echt ihr, das ist hier eine wertvolle Kammer, Leute. Herrlichst, herrlichst, herrlichst. So muss das sein. Okay, dann rennen wir mal raus. Gucken mal, wie spät wir es haben. 5.39 Uhr, das ist noch sehr früh. Ja, ja, mach, dass du wegkommst. Ist mir doch egal. Geh mal wieder ins Bettchen. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwie ich hier schon drin war und... Ah nee, das waren ja die Leute hier. Ah, das ist gut. Das ist gut, da kann ich jetzt schön mal... Okay, die ist geändert. Die ist gerendert. Geändert, gerendert, geklaut. Dann werde ich mal hier bis zum nächsten Morgen schlafen und dann den Schmied ansprechen. Also,
coole Sache, das. Lalalalalala. Stehen sie wieder alle Spalier? So. Bayar. Bayar, kommst du aus Bayern? Nein, kommt er nicht. Malik würde gerne ein gutes Schwert von dir kaufen. Kannst du mir zeigen, wie man Waffen schärfen kann? Was kommt für ein Zubehör? Okay. Malik würde gerne ein gutes Schwert von dir kaufen. Er wäre auch bereit, sehr viel Gold dafür zu bezahlen. Das glaube ich, denn er weiß sehr gut, wie wertvoll meine Schwerter sind. Doch leider kann ich ihm zurzeit kein gutes Schwert verkaufen. Zurzeit schmiede ich eine Menge gewöhnliche Waffen. Für eine Meisterarbeit habe ich momentan keine Zeit. Die letzte gute Waffe habe ich vor einigen Wochen erst an einen Händler aus Ashdod verkauft. Wie heißt dieser Händler? Ibrahim. Er leitet die Arena-Kämpfe in Ashdod. Das Schwert ist dort für den ersten Preis vorgesehen. Na, dann wird es Ibrahim wohl kaum verkaufen. Du sagst es. Du wirst schon an der Arena kämpfen müssen, um an das Schwert zu kommen. Okay, damit ist die Sache erledigt, warum ich das Schwert schon hatte, oder? Also, jetzt ist der Zusammenhang komplett. Okidoki, alles gut. So, Beliaturm. Auf geht's. Ja, ich wollte nämlich nur noch auf der sicheren Seite sein, dass wir ihm hier das Mal hier direkt... Ja, jetzt ist Malik natürlich... Ne, der steht wahrscheinlich davor. Bin ich jetzt an dir vorbeigelatscht? Nee, das ist Merwan. Oder Malik ist wieder oben. Na, bitte nicht nochmal abschmieren. Gucken. Nein, dann ist er oben. Heute mache ich es mal ein bisschen gemächlicher und ruhiger. Vielleicht, ja, Kämpfe werden bestimmt nicht stattfinden in dieser Folge, was auch gut so ist. Jawohl. Malik. So, Dämonenklinge für 1000 Goldstücke verkaufen. Na also, auch das ist erledigt dann. Hier habe ich ein gutes Schwert für dich. Für 1000 Goldstücke gehört es dir. Ist es denn auch von Bayar geschmiedet? Ja. Dieses Schwert war der erste Preis bei den Arena-Kämpfen von Ashdod. 1000 für das Schwert und 200 Goldstücke als Belohnung für dich. Danke. Und hier hast du das Schwert. Das finde ich doch fair, oder? Schön. Dann gucken wir mal hier, Schwert für Malik. Alles klar. Gewonnen. Ja, kommen wir zurück zu der großen Quest, beziehungsweise zum großen Preis oder die große Prüfung Schwarzmagierschule. Charon, Belazar haben wir abgeschlossen. Es fehlt nur noch Almansor. Jetzt muss ich überlegen, wo ist denn Almansor? Der dürfte am Tempel sein. Also in dieser Geschichte hier. Also ja, okay, ein bisschen einrendern. So. Ich hatte zwischenzeitlich noch ein Telefonat gehabt. Das hat mich so ein bisschen jetzt aus dem Spielfluss gebracht. Muss mich wieder ein bisschen reorientieren. Almansor. Alvarez war hier. Immer die Namen mit A. Und Almansor ist dann bestimmt ihr. Ja, natürlich. Oh, Leute. Ich bin nüchtern jetzt, ne? Okay, Almansor, grüß dich. Prüft mich, Meister. Prüft mich, Meister. Es soll geschehen. Um unsere Zauber zu wirken, benötigen wir viele Zutaten. Besonders die Knochen der Toten sind für uns wichtig. Ich soll euch also Knochen beschaffen, Meister? Die habe ich. Bringe mir 2 Dutzend davon, dann hast du deine Prüfung bestanden. Und woher soll ich die Knochen bekommen? Nun, nur ein starker Adept kann diese Aufgabe lösen. Du musst mit den Untoten der Wüste kämpfen. Meistens findest du sie in den alten Ruinen, aber auch in Höhlen sind sie schon mal zu finden. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Geh. Geh. Aber trotzdem gucken wir nochmal, wo wir die denn haben. Wahrscheinlich unter Verschiedenes. Artefakte, Magieschriften, Verschiedenes. Dann gucken wir doch mal gleich nach, wo uns hier die Knochen entgegenschlagen. Wenn wir das hier sehen, gucken wir mal. Die sind ja nichts wert. Da sind sie. 2 Dutzend sind ja 24, 37 haben wir da.
Das dürfte klappen. Also, Almansor. Hier bringe ich die Knochenmeister. Kannst daraus ein Xylophon bauen. Da gibt's. Hier bringe ich die Knochenmeister. Gut, diese Prüfung hast du bestanden. Wenn du auch die anderen Prüfungen bestehst, darfst du in den Tempel. Ja, die habe ich doch, oder? Tartarung gab mir die Erlaubnis. Ja, okay. Darf ich in den Tempel? Dann gucken wir mal Tempel von Ashdod. So, Almansor lässt mich erst in den Tempel, wenn ich die drei großen magischen Prüfungen bestanden habe. Nochmal nachfragen? Ah ja, okay. Darf ich in den Tempel, Meister? Du hast die großen Prüfungen bestanden. Du bist würdig, den Tempel zu betreten. Wenn du die ersten drei Magiekreise gelernt hast, kannst du zu mir kommen. Ich werde dir, sofern du das nötige Wissen hast, den vierten und den fünften Kreis beibringen. Außerdem kann ich deine Mana-Kraft steigern. Ja, das war auch ein Tipp von Alain Dufon. Und jetzt liegt's daran, ne? Das zu machen. Dritter Kreis haben wir ja. 51 Lernpunkte. Almansor nochmal fragen. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Nämlich Spruchschrollen erschaffen. Okay, das wird dann natürlich. Bin ich mal gespannt. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Du weißt zu wenig über die alte Magie. Ja. Okay, was kann er denn eventuell für Spruchrollen erschaffen? Skelett, Wolf, Ruhm, Goblin, Skelett erschaffen. Okay. Das sind aber billige Sprüche. Ich dachte mal, so richtig schöne, fette Sprüche. Aber das ist im nächsten Magiekreis. Speichern wir. Auch gucke ich sicherheitshalber nochmal unter erfüllte Missionen. Skelettknochen. Ja, Prüfungsbestanden. Dann gucken wir nochmal über... Nee, Schwarzmagier. Buch. Dann gucken wir nochmal unter aktuelle... Oklara müssten wir auch noch irgendwie gucken. Die Schwarzmagier-Schule, okay. Mhm. Die ist noch offen. Tempel von Ashdod, ist da was dazugekommen? Endlich habe ich mein Ziel erreicht. Almansor lässt mich in den Tempel. Mal sehen, was er dort zu entdecken, was es dort zu entdecken gibt. Ich sollte dort vor allem mit den Schwarzmagiern reden. Haha. Oh, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das können wir mal machen. Jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen umgucken und gucken, wo denn hier der Tempel ist. Das ist doch hier. Moment mal, kann ich hier hoch? Du sollst mal da hochspringen. Nein, kann er nicht. Hallo, hier hoch. Richtig. Wutsch. Und dann. Ah, ich sollte mal mit Nemrosch würfeln, oder? Na, vielleicht mache ich das live. Live. So ein bisschen, so über Twitch so streamen. Das habe ich alles schon vorbereitet. Und, schreibt in den Kommentaren, falls ich das machen soll. Also ich hätte da Bock drauf. Okay, Tempelwächter, lass mich in den Tempel. Ich habe Almansors Erlaubnis. Gut, du darfst hinein. Ich hoffe aber für dich, dass du dich im Tempel nicht daneben benimmst. Nee, ich esse mit Messer und Gabel. Gleich ein Schalter hier. Wow, endlich, liebe Leute, ich bin im Tempel. So, die Mauer ist ziemlich niedrig, das heißt, ich kann hier hoch und habe hier einen Belia-Kämpfer vor mir. Also erstmal, ich gehe immer ganz nach oben erstmal und gucke, was es so oben ist. Was oben so alles rumkreucht und fleucht eventuell oder eventuell nix. Okay, da stehen noch ganz viele Leute rum. Ach ja, also wirklich, die Mod macht Spaß. Das finde ich gut. So, auch noch ein Belia-Kämpfer. Hier ist nichts. Dann gucken wir mal, was es hier unten gibt, bevor ich ins Zentrum gehe. Schwarzes Pantherfeld. Sieht das jemand? Ich speichere mal. So, weiter geht's mit dem sich daneben benehmen. Irgendwer sieht mich? Nein. Milch? Wacholder? Im Off muss ich noch mal ein paar Päckchen öffnen. Also die Lederpäckchen. Okay, hier gibt's nichts. Hier ist ein Belia-Kämpfer. Der lässt mich durch. Okay, das ist jetzt der linke Bereich. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir
Wie heißt der? Schirku? Schirku. Hallo. Was willst du von Schirku? Verschwinde. Ich habe keine Lust, mit dir zu quatschen. Echt nicht? Okay, unmöglich, seinen Türschlüssel zu stehlen. Sollte ich das mal trotzdem probieren? Okay, ich wage es, ihm seinen Türschlüssel zu stehlen. Na, warte, du dreckiger Dieb. Aua, aua, nee, geht nicht. Ich fang nochmal an. So, ich habe nichts gemacht. Weiter geht's. Okay, das ist auch nochmal was. Was haben wir hier? Kerker ist bestimmt abgeschlossen, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das war wieder Logo Elektriko. Okay, von hier aus kommen wir auch rein. Alles klar. Ja, wie schon gesagt, Orientierung ist alles. So, das ist dann hier der große, große Tempel. Was sind das für ein... Aha. Eine lustige Fahne ist das. So. Ihr habt aber alles sauber hier. Lecker gefegt hier. Liegt kein Dreck rum. Keine Pflanze, nix. Kein Schädel. So, ein Belia-Kämpfer. Sollte ich den mal fragen? Ist ja auch nur so ein NPC. So, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Soviel ich weiß, sind unsere Karawanen für den Nomaden noch einigermaßen sicher. Aber das kann sich schnell ändern. Ah, ich verstehe nicht, wahr? Und kannst du mir was über den Tempel erzählen, ha? Oder? Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel von Ashtot ist neben dem von Barrakesh der größte in ganz Varant. Und Beliar selbst soll vor langer Zeit einst hier erschienen sein. In der Höhle des Tempels halten unsere Magier die Rituale ab, die notwendig sind, um den Gott der Finsternis milde zu stimmen. Was für Rituale werden denn dort abgehalten? Das wirst du erst erfahren, wenn du würdig bist, daran teilzunehmen. Okay, und wer hat denn das Kommando da im Tempel? Wer hat hier das Kommando? Der Gebieter von Ashtot ist der große Schwarzmagier, Almansor. Der Almansor. Wenn er nicht im Tempel ist, findest du ihn in der Stadt. Okay. Doch ich warne dich, belästige ihn nicht mit ihrer Kleinigkeit. Wende dich lieber an den Adepten Alvarez. Er ist Almansors rechte Hand. Hier im Tempel aber kannst du dich auch an Hakam wenden, wenn du was wissen willst. Er ist das Oberhaupt der Belia-Krieger hier in Ashtot und die Magier hören oft auf seinen Rat. Hakam Harum Har. Das ist auch wieder so ein ähnlicher Name. Okay, das war alles? Achso, hier geht es noch links rum. Schauen wir uns mal hier um. Na, also hier ist auch wieder alles wie geleckt aus. Kein bisschen irgendwie Dreck oder sowas. Boah, dieser Sound. Okay, hier ist der Hakam. Hakam. Hallo. Hallo, ich bin... Aha, ein fremdes Gesicht. Ich neige was. So ist es, ich. So, lass dir eins von mir sagen, Freundchen. Ich bin Hakam. Ich bin der Oberste der Belia-Krieger hier in Ashtot. Selbst die Schwarzmagier tun meistens, was ich ihnen rate. Also pass ja auf, was du hier tust. Ich beobachte dich. Okay. Warum ist das so laut? Gucken. Du traust mir nicht? Du traust mir nicht? Nein. Warum sollte ich? Du bist ein Fremder. Kann ich mir nicht dein Vertrauen erwerben? Das dürfte schon sehr schwierig für dich werden. Dann gib mir eine Aufgabe. Du sollst mit mir zufrieden sein. Du willst was für mich tun? Na schön. Ich hätte da tatsächlich eine Aufgabe für dich. Was soll ich für dich tun? Seit Monaten macht uns schon der Räuber Tomasek zu schaffen, der mit seiner Bande unsere Karawanen plündert. Auf seinen Kopf ist ein Preis von 400 Goldmünzen ausgesetzt. Die kannst du dir verdienen, wenn du willst. Wo kann ich Tomaso finden? Keine Ahnung, wo sich dieser Teufel versteckt hat. Auf jeden Fall aber kann er das Tal von Ashtot noch nicht verlassen haben. Ui! Gibt's noch einen Hint? Mann, ist das lange her, dass ich den erledigt habe. Ich habe euer Banditenproblem gelöst. So? Und was ist mit Tomaso? Er ist tot.
Er und seine Bande wurden von mir unschädlich gemacht. Sehr gut. Ich bin zufrieden mit dir. Hier hast du deine 400 Goldmünzen. Also vertraust du mir? Das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber bewähre dich weiterhin in unserer Gemeinschaft. Und man wird dir zur gegebenen Zeit Vertrauen schenken. Okay. So, dann werde ich mir erstmal hier ein bisschen aus dem Rauschen rausgehen. Okay. Dann gucken wir uns hier die schöne Halle an. Ja, das war doch eigentlich eine entspannte Folge. Erfolgreich auch. Wir sind im Tempel von Ashtot drin. Danke fürs Zusehen. Schreibt einen schönen Kommentar. Und einen schönen Daumen. Poliert ihn vorher. Nein, Quatsch. Ein Daumen wäre auch schön. Also, wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.